und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir machen heute etwas ganz Besonderes, denn ich weiß ja nicht, wer schon so lange dabei ist, aber diese Anja Wurst, ich weiß nicht mehr, wieso wir sie so genannt hatten, ist ein Girl, das wir erstellt hatten, als ich die Blindfolded Challenge gemacht habe. Und ich habe ein bisschen geguckt in meiner Bibliothek hier in Sims 4 und habe sie gefunden und dachte mir so, das hat sie eigentlich nicht verdient, weil an sich ist sie ja ganz süß. Aber sie braucht, glaube ich, einfach ein Makeover. Und das können wir ihr natürlich jetzt einfach geben, ne? Also an sich ist sie ja ein cute Bitch und das gebe ich ihr jetzt. Dieses Ding. Also das Einzige, was ich, glaube ich, lassen würde, ist die Netzstrumpfhose, weil we love the Netzstrumpfhose. Und ja, also ich würde ihre Haarfarbe und so, glaube ich, alles auch ändern. Die Zahnspange kann sie meinetwegen auch lassen. Finde ich auch voll cool eigentlich. Also finde süß. So, und deswegen geben wir das jetzt einfach. Den Rest machen wir weg, denn sie wird super aussehen. Denn yeah. Also ich meine, ihr Körperbau ist halt auch voll fein und alles, ne? Also daran möchte ich jetzt nichts mehr machen, weil ansonsten finde ich sie nämlich echt ganz süß. Also, I mean, schaut sie euch an. Also eigentlich ist das doch eine süße Maus. Wir geben ihr vielleicht eher so dunkelbraun oder schwarz. Ja, also der schwarze Swatch ist halt immer nicht so schön, to be honest, in Sims. Obwohl, ich glaube, in dem Update, was am 27.05. kam für euch, für mich jetzt ist das heute, ist, glaube ich, das Update, wo die neuen Haarfarben dazukommen und der Schwarz-Swatch ein bisschen besser gemacht wurde, oder? Ich glaube, das kam jetzt schon dazu. Auf jeden Fall sollen ja hier Vorlieben und das mag ich gar nicht. Wie heißt das denn? Also Dislikes, Likes und Dislikes kommen halt dazu. Und ich bin super excited. Deswegen, ich freue mich total auch auf das neue Pack und so. Ich habe jetzt extra jetzt schon aufgenommen, bevor das Update ist, weil ich habe Angst, dass meine ganzen Mods kaputt gehen. Und ja, es ist jetzt sowieso relativ die letzte Chance aufzunehmen, bevor ich Besuch bekomme. Deswegen, ja, habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich lieber mit meinen Mods nochmal aufnehme. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass der Schwarz-Swatch jetzt endlich dann gefixt wird. Oder ob das erst bei dem Update danach oder so ist. Aber ja, auf jeden Fall, es kommt ja demnächst. Deswegen, darauf freue ich mich schon besonders. Wir machen erstmal bei ihr jetzt diese EA-Lashes weg, weil die sind immer... Ich hate die. Und dann bekommt sie halt so ein bisschen Lashes, weil ich glaube nicht, dass sie so das Girl ist, die so übertreibt. Ja, also ich meine, davor hatte sie schon ein bisschen übertrieben, aber... Es hätte andere Gründe. Okay, dieser Skin ist ja mal heftig. Wow. Pretty. Und ich würde dir, glaube ich, nochmal schönere Augen geben. Also, weil, ja, diese typischen finde ich halt eigentlich auch okay. Aber, I don't know, wenn da so Glanz drin ist, finde ich das immer nochmal so, wow. I mean, das finde ich doch schöner. Also, ich finde es schöner. Ich hoffe, ihr findet das auch schöner. Ich würde aber, glaube ich, bei der Haarlänge bleiben. Sie hat ja so ein bisschen kürzer als Schultern. Und danach schaue ich jetzt mal, was man da so Süßes machen könnte. Ich habe auf jeden Fall süße Sachen da. Okay, die Frisur finde ich richtig, richtig, richtig schön. Ich habe so lange gerade gesucht nach irgendwas, was zu ihr passt. Weil irgendwie alles war so weird irgendwie. I don't know. Also es hat irgendwie ihr Gesicht so... Also es hat irgendwie nicht so zu ihrem Gesicht gepasst und das ist halt richtig schön irgendwie. Und deswegen bleibe ich jetzt dabei. Ich möchte ihr auf jeden Fall irgendwie einen Rock oder so geben. Yes! Das ist das, was ich gesucht habe. Ich weiß doch nicht, wohin es mit dem Oberteil gehen soll. Ich klicke mich einfach mal durch. Ich versuche irgendwie so einen Mittelweg zwischen süß und sexy zu finden. Ah, weil sie ist ja irgendwie beides, ne? Ah, es ist schwer. Vieles sieht halt auch einfach irgendwie nicht so gut aus, weil sie so große Brüste hat. An sich total cool, große Brüste zu haben. Also, kann auch natürlich auch stören.
ne? Aber bei manchen Sachen, gerade in Sims, sieht es halt einfach doof aus. Vielleicht einfach sowas. Und dann irgendwie eine Kette oder so, damit das halt am Hals ein bisschen mehr aussieht. Das würde ich auf jeden Fall eher sehen. Die Schuhe, oh mein Gott. Mega geil. Und Make-up geben wir ihr gleich auch noch, weil sie hatte ja vorher auch Make-up. Nur es war halt nicht besonders stimmig, sag ich mal. Ihr Hals ist anscheinend zu dick, weil keine Kette passt. Ah, why? Dann lassen wir es mit der Kette halt. Highlighter, because we love it. Yes, das sieht nach dem aus, was ich mir gewünscht habe. Ihre Lashes sind irgendwie ein bisschen kaputt. Ich glaube halt ihre Augenform ist das Problem, deswegen versuche ich ja einfach jetzt kleinere Lashes zu geben. In der Hoffnung, dass es da halt nicht so ist. Oder halt nur unten. Sieht auch mal ganz süß aus, oder? Ich könnte ja versuchen, über den Eyeliner vielleicht noch ein paar Lashes hinzuzufügen. Okay, ich finde, der macht das nochmal ein bisschen hübscher mit den Lashes. Also wenn ich das wegnehme und wieder zutu. Also es macht auf jeden Fall irgendwas. Deswegen nehme ich das jetzt einfach. Es ist auf jeden Fall mehr, was sie halt verdient hat. Weil davor war sie halt leider einfach wirklich... Nee, es war halt einfach nicht so schön. Ich weiß, das Video ist schon ziemlich alt, aber ich werde es euch trotzdem mal verlinken. Man kann sich immer ein bisschen Cringe geben und so. Ich hoffe, dass euch die neue Anja Wurst besser gefällt. Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall. Und auch ansonsten, ja. Hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann bestimmt das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!